Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Greedfall. Das ist meine Liebe auf dem zweiten Blick. Ich habe ja schon mal ein kleines Video hochgeladen und euch mal so gezeigt, wie das Spiel so losgeht. Da war ich selber noch ganz neu und frisch. Jetzt habe ich hier so ungefähr 5 Stunden, 6 Stunden gespielt. Mit kleinen Unterbrechungen. Habe mir auch vieles ganz genau angeguckt. Ihr seht jetzt hier das Inventar. Und ich muss sagen, ich mag es sehr. Mir gefällt es richtig gut und ich glaube, alle, die damals Dragon Age Origins, die alten Mass Effect Teile gemocht haben, die können hier ruhig zugreifen. Auch wenn es vielleicht nicht diesen Feinschliff hat, den diese Spiele jemals hatten. Aber was nicht ist, kann auch werden und gepatcht werden. Ihr seht, hier ist das Inventar. Ich habe mir hier auch schon eine schöne stumpfe Kriegsaxt besorgt. Ein geschwärztes Entermesser. Da habe ich auch schon ein paar Sachen dran gemacht. Also kann man noch viele, viele kleine Sachen machen. Ihr seht, das geht hier richtig ins Detail. Die Rüstung, Magieresistenz, Giftresistenz. Hier gibt es viele, viele schöne kleine Dinge, die mir noch so aufgefallen sind. Hier habe ich auch schon zwei Gefährten. Einmal den Siora und den kennt er ja schon, den guten Kurt. Ja, die haben auch ihre Rüstungsteile. Die kann man auch schön ausrüsten. Ich wollte mal gucken. Ich bin hier gerade in der Arena. In New Serene und habe hier ein paar Kämpfe bestritten und habe jetzt hier ein bisschen Zeugs bekommen, aber das sind nur alte verstärkte Handschuhe, die kann ich nicht gebrauchen. Die kann man dann auch zerlegen bei einem Händler und kriegt dann wieder Leder und alles mögliches Gedöns, also das hat es alles schon mal gegeben, nichts Neues. Sie erfinden das Rad hier nicht neu, aber ist auch nicht schlimm, wenn man es gut kopiert, sage ich immer. So, weiche alte Stiefel hat man auch schon. Gut, dann können wir weitergehen. Ich muss nämlich schlafen und zwar noch ungefähr 21 Stunden. 12 Stunden, 14 Stunden, ja, 21 Stunden und 30 Minuten. Ich muss nämlich eine Quest erledigen und ich kann die euch gleich mal zeigen. Und die heißt, der Mann mit der Silbermünze kommt 2 Tage später wieder. Das ist jetzt an der Zeit. Ja, war nur so eine kleine nette Nebenquest. Ich muss den Händler überzeugen, mir zu helfen. Ihr seht das gleich schon. So, da laufen wir jetzt mal hin. Dann seht ihr auch gleich mal New Serene. Jetzt gibt es einen kleinen Ladescreen, wenn ich hier rausgehe. Aber ansonsten, ich kann das Spiel, wie gesagt, nur weiterempfehlen. Mir macht es echt Spaß. Die Steuerung ist vielleicht manchmal ein wenig hakelig. Aber die Kämpfe machen Spaß, sind sehr dynamisch. Gerade mit dem Pausieren. Ich bin ja ein Fan von Pausieren. Aber man kann auch nur in Echtzeit kämpfen, wenn einem das Spaß macht. Ist dann natürlich sicherlich, denke ich mal, ein bisschen schwieriger, wenn da so ein harter Brocken kommt. So hat man immer noch mal ein bisschen Zeit zum Überlegen. Der Skilltree ist auch sehr cool. Man kann sich da wirklich schön spezialisieren auf bestimmte Sachen. Ich habe jetzt noch Fallenlegen mit reingemacht, auch wenn ich nicht so der Fallen-Fan bin. Und ich war bis jetzt noch nicht draußen in der offenen Welt. Dazu werde ich euch dann noch mal ein Video hochladen. So, hier ist die hiesige Taverne. Haha, aber ich musste Kohle bezahlen, dass ich überhaupt in diesen besonderen Bereich hier komme. Und die Grafik finde ich wie immer noch eigentlich sehr anständig, sehr hübsch. Dafür, dass die Entwickler jetzt nicht so viel Kohle haben. Es gibt einen schönen Tag-Nacht-Wechsel, der auch nicht zu verachten ist. Ihr seht ja den Questmarker, der ist super cool. Ich habe jetzt alles richtig gut gefunden. Und hier kann ich euch auch gleich mal zeigen, hier ist der Schmied. So, und da kann man seine Sachen natürlich hier auch wunderschön verkaufen. Alles, was man so findet, es gibt hier auch extra einen kleinen Beutel, den seht ihr hinten, der Trödel. Und ich habe hier 2 so prachtvolle Federn gefunden, die werde ich gleich mal verschachern. So, zack. Und allerhand Ingredienzien, Bernstein, Kiefernharz, Drachenblutharz, reines Eisenerz, veredeltes Eisenerz, Obsidian. Oh, wir können Drachen töten. Nein, alles Mögliche. Richtig coole, coole Sachen. Also man kann da, glaube ich, taktisch sehr viel rausholen. Ich werde auch überlegen, ob ich das dann nochmal spiele auf schwer. Weil ich glaube, oder nee, das kann ich, glaube ich, sogar nochmal umstellen. Ja, auf jeden Fall wollte ich hier ein paar Sachen zerlegen. So, aber ein bisschen was wollte ich auch noch verkaufen. So, zack. An den Werkbänken kann man die Sachen dann auch direkt zerlegen. Ist auch sehr übersichtlich hier. Kann man seinen Sachen rumscrollen. Aber ich wollte direkt mal auf Kaufen gehen. Ob es jetzt hier rüstungsmäßig was Cooles gibt. Aber ich glaube, da hat er... Ja, da hat er nicht allzu viel im Angebot hier. Na, gute Kerl, ne. Aber ihr seht es schon.
Es sieht auch wirklich richtig schön aus, die verschiedenen Sachen, die man hier so findet. Man kann alles vergleichen und umsortieren und machen. Also für jeden Tüftler, der richtig gerne hier rumwirkt und guckt, für den ist es auf jeden Fall was. Obwohl die Welt mich hier wirklich an das Vampire erinnert, oder Vampyr, habe ich schon mal gesagt. So wie sie aussieht. Es gibt hier so viele kleine Abkürzungen. Zack. Da kommt man richtig schnell irgendwo hin. So, hier ist auch unser Händler. Der soll nämlich ein Köder spielen für Erpresser. Und wir wollen dann einschreiten und die Erpresser verdrechen. Da will ich mal gucken, ob das jetzt klappt. Er klappt, habe ich das gerade gesagt. Ja, und Dankeschön für die Views von meinem letzten Video. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei 150. Ich glaube, das meiste, was ich überhaupt mal in so kurzer Zeit an Views bekommen habe. Aber ist ja auch kein Wunder, das Spiel kommt heute erst raus. Ich habe es jetzt schon seit dem 8. Erneut nach der Falle frage. Genau, so, das machen wir jetzt. Did they take the bait? Yes, Your Excellency. And I am very happy to see you. One of them came to the shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let them go. Oh, sehr schön. Also können wir die jetzt anlocken? Muss ich mich in der Nähe verstecken? Okay. Also wie gesagt, ich habe so eine Quest auch noch nicht gemacht. Sie sind auch sehr abwechslungsreich. Ich habe noch keine Quest gemacht, wo ich jetzt, naja, ich sag mal, 10 Blätter dahin bringen muss oder so. Es gibt zwar so Erforschungsnotizen von der Außenwelt, habe ich gelesen, aber ja, ich denke mal, es ist in Ordnung, so wie es ist. So, reicht das, wenn wir uns hier so verstecken? Weiß. Ach nee, okay, wir haben bestimmt einen Punkt, oder? Wo wir hin sollen. Ah, okay. I hope you have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay. Leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard. You certainly don't deserve such a name. Bunch of cowards. Yield without a fuss and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows. Do you think we're pushovers? Ich mache euch nass, ihr alten Hunde. Ihr seht, ich bin ja auch schon ein wenig stärker. Jetzt nicht overpowered, das glaube ich nicht. Ich habe ja nur die ganzen kleinen Quests gemacht, die es hier so gab. So, und ihr seht es auch schon. Hier ist natürlich wieder unser Pausemenü. Und ich habe jetzt hier mir noch Gegengift und alles Mögliche mit auf die Schnelltasten gelegt. Werde jetzt hier mal richtig schön den eine reingeben. Ich habe nämlich noch Superpower. Ha! Der hat doch gar keine Chance gegen uns, der alte Lord. Oh, das ist noch einer. Ja! Na kommt ruhig her, ihr alten Hunde. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ja, schön nachladen. Keine Chance. 4 Leute. Grateful, Your Excellency. You saved my trade. And my life. Stay alert. Their leader was obviously not present. I heard about the man with the silver coin, but this is the first time they told me his name. If they let him escape, it's only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free. Don't worry. I don't intend to let him go. Ja, der erpresst nämlich alle Händler und will von denen immer mehr Geld haben und die haben selber nichts mehr zum Leben. So, jetzt können wir die Kerle hier mal looten. Hat da jemand was Tolles dabei? Hier waren es nur Goldmünzen. Ah, keiner was Tolles. Der hat auch was dabei. Aber was ist... Ist irgendwas Quest-Relevantes? Goldmünzen 30. Geprägte Silbermünze. Diese Silbermünze wurde mit einem einfachen Kreuz geprägt.
Die Ware, die die Gruppe anführte, die Geld von den Händlern erpresste, trug sie bei sich. Oh, okay. So, und ein Brief. Ich hoffe, dass es dir gelingt, diesen knauserigen Händler dazu zu bringen, das Geld rauszurücken. Denn wir werden seine verspäteten Zahlungen nicht mehr tolerieren. Ich werde in der Gasse vor der Kaserne auf dich warten. Komm nicht zu spät, Egon. So, den Egon. Egon. Den werden wir uns jetzt holen. I doubt our man goes openly by that name. It is the silver coin we must look for. Okay, wir müssen nach der Silbermünze suchen. Das ist auch cool, die unterhalten sich auch untereinander wie im Mass Effect oder Dragon Age. Die Gefährten. Das ist richtig cool und gehen auch aufeinander ein. Jeder hat auch eigene Quests. So, der hat auch Goldmünze und Munition gehabt. Munition könnt ihr hier immer gebrauchen, das kann ich euch schon mal sagen. So, vielleicht finden wir den ja jetzt hier in der Gasse. Und ihr seht, ich habe auch einen ganz schnieken Umhang. Grüß dich. So, das Rennen geht auch sehr schön von der Hand. Und es gibt hier auch noch ganz viele kleine verschiedene Sachen. So, ich werde mal das Licht anmachen. So. Habe ich mir auch auf die Schnelltaste gelegt. Funktioniert auch recht gut. Also ich bin mal gespannt, was es alles noch gibt. Aber ich finde auch die Grafik, ich war jetzt ja wie gesagt noch nicht draußen, ist solide. Es ist nicht die beste Grafik, aber sehr solide, würde ich sagen. Wie gesagt, ich spiele es auf der PS4 Pro. Die Videokompression lässt ja nur nicht ganz ein schönes Bild zu. Und da unten ist doch der alte Lumisch, ich sehe ihn doch schon. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Well, I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There's no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Ah, die Wachen sind alle korrupt hier. In New Serene. Wir haben nämlich schon aufgedeckt in einer Quest davor, dass es so eine bestimmte Gruppierung gibt bei den Wachen. Oh, ich gehe lieber mal ein Stückchen zurück. Ich mache mal das Licht aus. Dass es halt bestimmte Wachen gibt, die einfach ziemlich korrupt sind und eine eigene kleine Gruppierung gegründet haben, weil sie der Meinung sind, sie verdienen zu wenig Sold. Hier ist Loot. Stehen überall Kisten und sowas rum, wo man schönes Loot finden kann. Ah, da guckt sich ganz genau um, der Junge. Wir sind in der Nordstraße. Ist auch cool, finde ich. Es gibt ganz viele Viertel und Beschreibungen und es macht echt Laune. Und ich finde die Beleuchtung, wenn sie denn zu sehen ist, auch in bestimmten Räumen und sowas, ist richtig gut gelungen. Kann ich auch schon mal sagen. Also für alle, die ein etwas arcadigeres Rollenspiel wollen und auch nicht, ich sag mal, zu viel Wert auf Grafik legen, für die, die natürlich das Fantasy-Setting mögen, das ist natürlich auch klar, für die würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung hier aussprechen. Und ich spiele ja nun auch schon seit Sega Mega Drive Zeiten. Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Do not take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you are implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that.
Ja, da ist stark, du. Muss man hier unsere eigenen Waffen bekämpfen. So, schön ausweichen. Und super Angriff. Oh, schöne Dreier-Kombo. Ich hab ihn gleich getötet. So, have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. Wieso muss ich ihn jetzt töten? Aber ich kann ihn doch gar nicht töten. Los, sag was! Nee, ich kann ihn nicht töten, also passiert gar nichts. Leutnant der Wache, oder ist das jetzt ein Fehler? Nee, das ist eine andere Quest da oben. Oh, könnte das etwa ein Bug sein, den wir da gerade erleben? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, es gab auch bisher immer nur diesen einen Sicherheitspatch, den ich ganz am Anfang runtergeladen habe. Was ist denn jetzt mit dem Kerl? Nebenquest. Der Mann mit der Silbermünze. Fetche Informationen aus dem Mann mit der Silbermünze heraus. Kämpfe mit dem Mann, der die Silbermünze besitzt. Ja, aber ich kann ja... Muss ich weiter auf ihn auf... dass er vielleicht endlich sagt, hier, gib's zu, komm schon. Vierer Kombo. Nee, ich bin irgendwie der Meinung, das führt zu gar nichts. Aber die Musik bleibt auch die ganze Zeit aktiv. Tja, Leute, da haben wir jetzt hier das erste Mal einen Bug entdeckt. Na prima, das sollte eigentlich nicht ins Video, aber wenn es eben so ist, ist es so. Ja, und wenn die Leute hier so glitzern, oder die Hände glitzern oder das Schwert, dann haben die praktisch ihren Spezialangriff voll. Aber ich kann doch mit ihnen jetzt hier nichts mehr machen. Wie soll ich denn die Information aus ihm rausquetschen? So schlagen kann ich ihn nicht. Gibt es irgendwas anderes, was ich hier machen könnte? Vielleicht treten? Ey! Tja, ja, wenn man sich von hinten anschleicht, kann man die auch töten. Also haben wir jetzt erdolcht, einfach hinterrücks. Weißt du nicht, ob das jetzt was gebracht hat? Coin, his symbol of recognition. I have to show it to Manfred. Okay, dann müssen wir zu Manfred. Das ist, der arbeitet in der Kaserne. Ein Oberst praktisch. Da nehme ich euch jetzt auch mal mit. Ja, natürlich komisch, dass es jetzt so komisch gelaufen ist, weil ich hätte ihn dann ja auch so töten können. Ob ich nun hinterrücks erdolche, er hat mir eh genau ins Gesicht geguckt. Das könnte man vielleicht jetzt auch noch bemängeln, dass die Leute nicht die hellsten sind. Also ich spiele ja momentan hier noch auf normal, aber ich glaube, das wird auch auf den schweren Schwierigkeitsgraden so sein. Oh, ist auch ganz schön duster geworden jetzt mittlerweile hier. Obwohl, hier vorne geht's.
Der Schein der Mond noch, helle. Ja, und diese kleine Stadt haben sie ja auch erst kolonisiert. Ich zeige euch mal auf der Karte, wo wir uns befinden. Wir waren im ersten Video hier in Serene. So, und sind jetzt hier in New Serene. Und das seht ihr hier schon, das ist ziemlich klein. Und hier haben wir eine riesengroße, schöne Insel zu besuchen. Und da bin ich mal gespannt. Und die Leute gehen auch ihrem Tageswerk nach. Die laufen von A nach B, kehren da, schneiden dort Holz, tun dort Wäsche waschen. Es ist jetzt nicht ganz so ausgefuchst wie in zum Beispiel in The Witcher oder sowas, aber sie machen ihr Zeug und die Welt wirkt für mich bis jetzt nicht leer und das ist ja schon mal gut, würde ich sagen. So, kommen wir hier hinten lang. Jawohl. So, mein Fred, ich komme. Jetzt sind wir doch richtig. Da sind wir doch jetzt mit der Kirche ums Dorf gelaufen hier, oder? Na, ist egal, wir sind auf jeden Fall da. Mach die Bucht auf, da ist er, der gute Manfred. Mal gucken, was er zu sagen hat. Und ich würde es natürlich gerne auch auf Deutsch spielen. Das ist natürlich auch, was viele Spieler abschreckt. Aber ich finde dafür die englischen Sprecher recht gut gelungen. Hallo, Your Excellency. What can I do for you? Über die Erpressung der Händler sprechen, genau. I conducted my investigation on the extortion organized by members of the guard. I think I put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name, but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency, take this. On behalf of the guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the city guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? Und das Schöne ist auch, Leute, wenn ihr das gerade so seht hier, wir sind aufgestiegen, dass, wie soll ich denn sagen, naja, es ist nicht alles so belanglos, zumindest kommt es eigentlich so vor, weil die Gespräche echt schön durchgeskriptet sind. Man hat auch jetzt gerade hier leider nicht, aber sehr, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten, was auch viel, viel Spaß macht. Die Quests sind abwechslungsreich, das kann ich euch auch schon mal sagen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es draußen aussieht, aber alles, was ich bisher in den Städten jetzt gemacht habe, war sehr interessant, gut vertont und auch irgendwo glaubwürdig gemacht. No, thank you. Also ich fand es wirklich und finde es sehr unterhaltsam. So viel kann ich schon mal sagen. Okay, wir sind aufgestiegen. Da können wir mal unseren Talentbaum durchgehen. Ihr seht, ich habe jetzt hier viel auf Einhandklingen gelegt, auf stumpfe, schwere Einhandwaffen, auf Schusswaffen und jetzt hier noch auf Fallen. Unter anderem habe ich so einen Skill freigeschaltet, ermöglicht das sofortige Aufstellen von Fallen auf dem Boden während des Ausweichens. Das heißt, wenn ich so eine Falle hinstelle, weil das ja eigentlich ein bisschen Zeit kostet und der Gegner mich dann vielleicht schlagen würde, weiche ich automatisch aus. Und das bringt echt viel. Aber wie gesagt, ist nur eine Kleinigkeit. Man kann ja skillen, wie man möchte. So, wenn wir jetzt hier einen neuen Punkt bekommen, da würde ich jetzt eigentlich nochmal auf meine... Weil am meisten kämpfe ich ja doch mit meiner Klinge. Würde ich da jetzt gleich nochmal weitergehen, genau. So, neuen Loot hatten wir nicht bekommen. Aber man findet schon sehr viel. So, hier gab es jetzt eigentlich auch nichts Neues. Ich wollte mal gucken, bei den Nebenquests, Champion der Arena,
Die vierte Herausforderung schaffe ich noch nicht, da bin ich noch zu schwach. Kurt's Quest ist hier, hat mit dieser Phantombrigade zu tun, was ich euch schon erzählt habe, aber die geht erst weiter, wenn ich in der Main Quest weitermache. Und dann gibt es hier sowas, so Erkundung und Kartografie, aber das ist alles nichts Großes. Dann kann ich ja jetzt die Hauptquest weitermachen. Entweder die Schlacht der Roten Sperre, gelange in das Dorf V3s. Das machen wir mal, wir gehen mal in das Dorf. Ich nehme euch da mal mit. Da haben wir noch ein paar Minütchen Zeit. Und dann können wir mal gucken. Oh, was ist jetzt los? Wer greift uns denn jetzt hier an? Einfach so aus heiterem Himmel. Oh, und dann aber fetten Zweihänder. Das ist ziemlich stark. Was waren das denn für welche? Was steht denn jetzt hier? Das waren doch Gardisten. Nee, das sieht aus wie so ein... Wie so ein Hexenjäger sieht das aus. Silberner Siegelring. Dieser Siegelring trägt ein unleserliches Wappen. Verkaufe ihn an einen Händler. Okay, also ein Wertgegenstand. Aber was wollten die von uns? Das sah erst aus wie einer von der Wache, aber nee. Wahrscheinlich sind das einfach welche von diesen... Von der Phantombrigade. Oh, schartiges Claymore. Kann das vielleicht der gute Kurt gebrauchen? Weiß ich nicht. Schauen wir doch einfach mal. Sie kann das, glaube ich, nicht tragen. Weiß nicht, ob sie... Oh, auch ein cooles Schwert. Steinnadel. Geiler Name. Zornerzeugung, Angriffskosten. Ha, schön. Ich liebe das immer, so viele Sachen zu lesen und dann zu gucken und zu vergleichen. Ihr wisst, dass Dark Souls zum Beispiel genau mein Ding und natürlich auch Dragon Age damals. So, wie sieht's denn aus, Kurt? Ist das Ding besser? Ah, es hat zwar ein bisschen weniger physischen Schaden und auch ein bisschen weniger Rüstungsschaden, aber die Qualität ist deutlich höher. Die ist auch sehr wichtig in dem Spiel. Ihr seht, die hat hier 26 und hier sind es gerade mal 10. Ich weiß nicht, ob die runtergeht mit der Zeit. Das kann natürlich sein. Und hier haben wir noch zwei Verbesserungen dran. Hier ist besser die Angriffskosten vom Zorn, aber... Hm. Ja, ich glaube, das werde ich mal ein bisschen verbessern, aber momentan... Ach komm, wir rüsten es mal aus. Wie sieht es denn aus? Ah, geil, sieht es auch aus von dem Griffen. Ja, wir nehmen das mal. Wir nehmen es mal mit. So, aber jetzt geht's raus. Ho, ich freue mich. Ich war nämlich noch nicht draußen. Ja, und mit diesen Burschen hier, das habe ich schon mal im Tutorial gelesen, kann man wo reisen. Da könnte mich jetzt schon an ganz andere Orte bringen, aber ich will das ja zu Fuß alles erledigen hier. Schön. Was haben wir da? Da ist doch irgendwas. Grüner Speisetäubling. Zottiger Schillerspitzling. Weißdorn, okay. Schöner Weißdornbusch. Ja, so Ingredienzien nehmen wir mit. Oh. Was sind das hier für... Was seid ihr für Halunken? Ha! Ihr kommt doch nicht mal an mich ran! Meiner schönen Pistole. Komm her, du Hund, du! Oh, sind aber viele. Ja! Es waren wieder so Banditen hier, ne, wer weiß. Arzthandschuhe. Die Sonne geht langsam auf. Ja, jetzt erlebt man hier noch, jetzt seht ihr auch mal, es ist natürlich nicht die weiteste Weitsicht. Und es ist auch ein bisschen verschleiert immer im Hintergrund, aber ich finde, es hat schon seinen Charme. Ah, ich lasse mal kurz den Hintergrund auf euch wirken.
Ist es nicht schön? Herrlich. So, sammeln wir mal aber erstmal unser Loot ein. Auch Kleinvieh macht Mist. Oh, alte braune Brigantine. Ich habe das wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, ich weiß. Ich bin da mal so ein bisschen blöd, was das angeht. Haha, generell, aber ihr guckt ja auch einen Kanal, der Affenkönig dämlich gehört. Was habt ihr erwartet? So, Goldmünzen, großer Magietrank, Munition, Boretsch, alte verstärkte Handschuhe. Nice. So, altes Zelt, so Waffe gleich mal ziehen hier. Das ist cool, wie die deine Kameraden dann auch die Waffen ziehen. So, schwimmen können wir, soweit ich weiß, nicht, aber in so Flüsse und sowas kann man, glaube ich, rein. Das hatte ich in Videos gesehen. So, jetzt will mein dicker, fetter Kater hier mit mir schmusen. Was ist denn los, du Ochse? Ich sitze vor dem Mikrofon, aber da lässt er sich nicht beirren. Also wenn es gleich mal am Mikrofon klingelt, dann war er's. Weil er mit seinem riesen Körper hier gar nicht richtig drunter kommt. So, okay. Dann gucken wir mal, ob wir das Tor finden und dann noch eine Überraschung erleben. Aber ich bin ja immer so der Erkundungsfreak. Aber das muss man, glaube ich, auch sein, wenn man Rollenspiele liebt. So, da runter kommen wir anscheinend nicht. Doch. Ja, aber hier gibt es leider nichts. Ach, herrlich. Ich mag auch diese vielen Braun- und Rottöne. Die sind ja im ganzen Spiel vorherrschend. Das gefällt mir aber recht gut. So, wohnt hier jemand in der alten Mühle? Schloss knacken kann ich auch schon, aber nur Stufe 1. Sunderschwamm, alter rostiger Säbel. Ja, ich gucke mir das Loot dann nochmal an. Wundert euch nicht, Leute. Ich will erstmal hier ein bisschen einsammeln, dass es sich lohnt. Hier rein in die Hütte. Ah. Nee, geht's noch nicht rein, aber kann ja auch sein, dass das später noch eine Quest ist, vielleicht. Und ich denke mal, sie werden auch noch so einiges patchen, so ein paar kleine Ruckler und alles Mögliche. Ist ja mittlerweile, gehört ja mittlerweile zum guten Ton, da noch 20 Patches rauszuhauen, wenn man so ein Spiel rausbringt, gerade bei Rollenspielen. So, und ich sag ja, das sind ja so Mini-Gebiete, deswegen, hier wären wir jetzt bestimmt ins Dorf geleitet. Ein Gebiet verlassen, verwende Viereck, wenn du ein Gebiet verlässt, um das Reiseinterface aufzurufen. Auf jeder langen Reise wird dir ein Lager umherziehender Händler begegnen. Oh. Okay, und jetzt? Triff dich mit dem Gouverneur der Brückenallianz und frage ihn nach Malikor. Das ist die Krankheit? Nein, das wollte ich nicht machen. Triff dich mit Gouverneurin von Telem und frage sie nach Malikor. Aber das wollten wir doch gar nicht machen. Wir wollten doch... Da wollen wir hin. Ah, okay. Gelange ins Dorf. Verdreis. Verdrat, die Roten Wälder. Nach Verdrat Südstraße reisen. Reisedauer 5 Stunden, 51 Minuten. Oh, okay. Cool, das kostet sogar Zeit. Das ist natürlich auch krass, weil in der Nacht ist es natürlich gefährlicher als am Tage. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich schon so fast Mittagszeit. Händlerlager. Während langer Reisen kannst du bei Lagern umherziehender Händler Halt machen. Dort kannst du Gegenstände kaufen oder verkaufen, deine Gefährten verwalten oder auf deine Truhe zugreifen. Der Werktisch ermöglicht es dir, deine Ausrüstung zu verbessern und Tränke herzustellen. Um in das nächste Gebiet zu gelangen, folge dem Pfad. Ha! Cool! Also ist das auch wie bei Dragon Age, dass man hier so ein Lager hat. Und wer bist du denn? Ach, okay, das ist unser anderes Gruppenmitglied, der Vasco. Das war der Schiffskapitän. Aber den wollte ich... Ach doch, eigentlich kann ich ihn jetzt mal mitnehmen. Wir nehmen Tumor Kurt raus und nehmen Vasco mit, dass der jetzt noch ein paar Erfahrungspunkte bekommt. So, Gruppe bestätigen und beenden, jawohl. Weil sie wollte ich schon alleine mitnehmen, weil sie heilen tut. Und das ist für mich sehr gut. Sie hat auch nicht ihre Stammeskleidung an. Ihr seht schon, die hat dasselbe an wie ich. Weil ich das zweimal gefunden habe und das besser war als ihre hervorgehende Kleidung.
So, der Werkstisch. Da können wir doch mal gucken, was wir jetzt hier zerlegen können und was nicht. Wiederverwerten. Genau, da kriegt man Leder, Roheisenerz, veredeltes Eisenerz. Sehr schön. Und es hat immer eine prozentige Chance, wie viel man jetzt bekommt von den jeweiligen Materialien. Okay, das sieht ganz gut aus. Alter rostiger Säbel, den zerhauen wir jetzt auch nochmal. Die erweiterte Ansicht machen wir mal aus. So, schön. Waffen haben wir nur eine. Jägertunika, das ist die Tunika von unserer Sierra. Sieht sehr geil aus, war aber leider nicht ganz so gut. Ich tue generell immer viel wiederverwerten. Ich finde, das ist schon recht wichtig, aber auch nicht alles. Die kann man sich auch hier ganz genau angucken. Zack, und dann seht ihr das schon. Da habe ich hier einen Slot. Ist jetzt hier noch alles gesperrt. Aber da kann man dann verschiedene Sachen noch mit dran bauen. Und das hat dann wiederum Einfluss auf Attribute und ja, Giftresistenz, alles Mögliche. Ist nach Farben geordnet. Grün ist gut. Blau ist besser. Und ja, das ist ultra geil. Also lila. Legendär, wenn man so möchte. Aber wollen wir uns hier nicht weiter aufhalten? Das kann ich alles später machen. Wir wollten ja die Mission noch ein bisschen anfangen. So, hier haben wir jetzt einen Händler. Das kenne ich selber noch nicht. Oh, was hat er denn für ein cooles Tier dabei? Ah, da komme ich jetzt leider nicht hin, weil hier die Reise weitergeht auf dem Pfad. Oh, die sehen aber geil aus, die Viecher. Generell, das Gegnerdesign, Leute, das ist wahnsinnig gut. Und was es alles für Kreaturen gibt. Ich habe jetzt nur ein paar in der Arena gesehen und die waren... Muah. Unter anderem Gargoyles, Drachen, riesige Wölfe mit Riesenpelzen, Werwölfe, ach, alles, alles Mögliche. Wie sich das gehört für so ein Fantasy-RPG. So, die Kriegsaxt. Und das könnt ihr auch mit Rüstung, mit Waffen machen. Also ihr könnt da alles Mögliche dran basteln. Gut. Aber kaufen müssen wir jetzt ja auch nichts. So, der Kurt wartet hier. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Was will denn Vasco? Desarde. I have a favor to ask. Very well. I'm listening. Do you remember the story of Jonah? Of course. Well... I'm like him, a donation to the sea. My family also gave me to the Nauts. I don't know anything about my real family, except that they are probably affluent and from the congregation. When I was born, the Nauts and the merchant princes had a complex relationship. I must have been used to settle a debt or forge a truce, but that doesn't matter. The mystery of my origins has now become an obsession. I need to know where I come from. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander, and then I would be told. But since being laid off, such a promotion seems somewhat improbable. And you want me to help you find this information? You understand correctly. The records of all seamen stationed on the island are in their respective ports. Mine must be in the harbor office in New Serene, and it must contain my family name. But if I go there, I'd be spotted right away. Could you go there and bring the file to me? Freilich, aber erst ein bisschen später. Wir sind nicht gerade auf einer Mission. Alas, I'm too busy at the moment. I understand. Come back when you have more time. Did you want anything else? Ah, das frage ich später mal. I must leave. Weil ich will euch hier auch nicht spoilern für irgendwas Großes, also so eine kleine Mission. Ich denke mal, das wird euch nicht ganz so sehr stören. So, die Reise wieder aufnehmen, jawohl. Da gehen wir hier natürlich noch ein Stück erkunden. Und wenn wir dann im Dorf angekommen sind, dann machen wir einen kleinen Halt. Und, oh, oh, das sieht aber herrlich. Oh, das sieht doch schön aus. Da unten sind auch schon wilde Tiere. So, jetzt will ich mal ausprobieren, von wie weit ich die anvisieren kann. Kann ich ja nämlich vom Weiten schon versuchen zu schießen. Da ändert sich schon die Musik. The guys rad, the red spears know how to defend themselves, but we must be careful on the way there.
Okay, jetzt hat sie gesagt, dass hier wilde Bestien leben. Sie kommt ja hier aus der Gegend. Kann man natürlich machen. Oh, was gab es denn hier einzusammeln? Ja? Zunderschwamm. Ja! So, das sind nicht die allerhellsten. Seht ihr ja, aber es ist auch cool, dass sie diese Mechanik so eingebaut haben. Ach, was soll's? Mach dir ein Chaos! Ja! Na komm her! Ja! Sehr schön. So, Waffe wegstecken, zack, geht auch wunderbar. Auf R1 gedrückt halten. Beast Essenz. Okay. Aber von dem. Oh, die haben jemanden umgebracht. Oh, der arme Müllers Junge. Aber immerhin hat er eine giftige Falle dabei gehabt. So, jetzt wollte ich mal auf die Karte gucken. Ah. Und da seht ihr, das ist wie bei The Witcher gemacht. So klein ist es aber doch nicht, ja? Ihr könnt euch auch hier Markierungen machen auf der Karte, ganz normal. Wir gehen mal nicht direkt zu dem Dorf. Ich laufe jetzt mal hier rinder. Das erkunden wir mal noch. Dass er nochmal so einen kleinen Überblick behaltet, was hier so abgeht. Ich weiß ja gar nicht, was es hier alles so gibt. Aber wie gesagt, vielleicht kommt auch noch ein Video. So, den Schwamm nehmen wir mit. Doch, ich finde, dem Spiel sollte man definitiv eine Chance geben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, hier kann man wohl Lara aufschlagen, hä? Ah, okay. Lara-Plätze. Du hast einen Lara-Platz entdeckt. Seine Position wird jetzt auf deiner Karte eingezeichnet. Du kannst von hier aus eine Reise antreten oder diesen Ort im Reiseinterface als Ziel auswählen. Okay, also dasselbe wie wo wir eben waren. Schön. Und wer sind das hier? Was sind das für welche? Das sind doch Dorfbewohner, hä? Aber das war noch nicht das, was ich entdecken wollte. Das muss irgendwo hier oben sein. Oder? Nee, hier komme ich aber nirgends hin. Boah, ein dichter Wald hier, du. Ist die Frage, wie man da hochkommt. Ah, okay, das kreisen wir hier hinten ein, aber hier kommt jetzt schon wieder ein anderes Fragezeichen. Ach, da ist das Dorf. Ja, da sind wir jetzt ja ganz anders gelaufen. Aber hier kommen wir anscheinend nicht dort hoch, oder? Ich will es auch wenigstens mal probieren. So, ich markiere mir mal vom Lager links die Stelle. Ich weiß nicht, ob es später noch irgendwelche Tiere gibt, die man tamen kann. Keine Ahnung. Ah! Nee, hier kann man wahrscheinlich runterrutschen. Aber so kommt man nicht hoch. So, gäbe es noch hier vielleicht? Aber das sieht mir zu... Ja, das ist bestimmt alles ein zu dichtes Dickicht. Da kommt man bestimmt nicht durch. Es gibt wohl auch Dungeons, also Höhlen und alles mögliche. Nee, hier kommen wir auch nicht hoch. So, dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal hier rinder. Ah, ich mag das. Nicht zu groß, nicht zu klein, so dass es genug zum Entdecken gibt. Natürlich ist es kein Red Dead Redemption, kein Assassin's Creed. Das kann man halt damit auch einfach nicht vergleichen. Sollte man aber auch nicht, meiner Meinung nach. Oh, was sind denn das für dicke Mobbel? Ach du liebe Güte! Yeah!
Jetzt haben wir mich auch nicht für. Ich kann dann später auch noch eine Ausweichrolle lernen, was auch recht cool wäre. So, Moppelchen, dir lege ich jetzt mal schön hier eine Blutfalle hin. Da kommt gar nicht her, Moppelchen. Hey, Moppelchen! Komm, komm, mein Guter, na komm! Na komm! Hinüber! So, sehr schön. Es gibt auch ganz viele einzelne Musikstücke. Hab bis jetzt auch schon viele schöne gehört, aber auch welche, die mir vielleicht jetzt nicht ganz so zusagen. Aber naja, finde ich jetzt, ist jetzt kein Grund, um zu sagen, das Spiel mag ich nicht. So, da unten liegt noch so ein fetter Moppel. Sehr schön. Das Coole ist auch, wenn man die Magiefallen im Kampf legt und die aber nicht benutzt wurden, kann man die auch wieder einsammeln. Hier ist eine Höhle. Mit der Schatzkiste. Ja. Das ist besticktes Wams. Gut, das ist natürlich gar nicht zerstören und verlassen. Ha! Kann man die Kiste einfach kaputt machen. So, da hinten in der Ecke wird halt nichts gewesen sein. Da sind noch mal ein paar. Das sind aber viele Moppel. Na gut, die machen wir noch kalt, die Brüder. Ja, komm her hier. Ja! 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 Gut, das ist schon so ein bisschen in der Arena und so gelevelt habe. Ja, wir sind schon recht gut, muss ich sagen. Wir sind sehr gut dabei sogar. Und gegen die sind die spitzen und scharfen Waffen echt besser. Ich habe in der Arena mal gegen welche gekämpft, da hatte ich extra meine stumpfe Waffe gezogen. Das hat nicht so viel gebracht. Diesen kleinen taktischen Ansatz gibt es ja auch noch. Na gut, mein lieben Freunde, das soll es erstmal gewesen sein mit Greedfall, mein zweiter Eindruck, Liebe auf den zweiten Blick. Besucht mich gerne auf Instagram, Affenkönig Dämlich Let's Plays, guckt euch andere Let's Plays an, gebt mir Like oder abonniert und erzählt es weiter, dass ihr so ein dämlicher Kunde aus dem Osten ab und zu mal spielen tut. Macht's gut.